Willkommen bei Mucha am Montag. Heute wollen wir über das Thema Kreativität sprechen und darüber, ob Kreativität eine Gottesgabe ist, die dir zufällt. Nun, an der provokanten Feststellung ahnen Sie schon, dass jetzt was anderes von meiner Seite her kommen wird, nämlich ich vertrete die These, Kreativität ist operationalisierbar. Kreativität ist in einem großen Maße handwerklich beeinflusst und jene, die wahrhaftig kreativ sind, haben Mittel und Wege gefunden, etwas zu entwickeln, was nicht der Kuss der Muse ist oder was nicht vom Himmel kommt oder was dir nicht so in den Schoß gelegt wird, sondern eine Technik entwickelt, die sie außergewöhnlich begabt, kreativ werden lässt und die ihnen die Möglichkeit ergibt, völlig neue Lösungsansätze zu finden bei Dingen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren eine große Freude in meinem Leben erlebt. Sie werden mir das nicht glauben, aber ich bin auch einer von diesen Menschen, die ein bisschen eitel sind und als die Rankinglist der 1000 wichtigsten Österreicher erstmals von den Gebrüdern Fellner veröffentlicht wurde, da war natürlich die große Hoffnung da, vielleicht bin ich da dabei. Und ich war dort, ich weiß nicht, an 873. Stelle und also ich war wirklich äußerst unruhig, weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, du hast es geschafft, unter die 1000 wichtigsten Österreicher zu kommen. Was für eine Sensation! Ich muss dazu sagen, ich war mit den Fellners ganz gut befreundet und ich habe damals nicht verstanden, dass die Jury der Rankingliste der 1000 wichtigsten Österreichern aus der Jury-Zusammensetzung Wolfgang Fellner, Uschi Fellner, Helmut Fellner, seine Frau und die kleinen Fellnerlein bestanden hat. Das heißt, die haben das irgendwie so hausintern gecheckt und wenn du mit denen befreundet warst, eine ordentliche Fachzeitschrift gemacht hast, die für sie wichtig war, dann bist du da schon irgendwo in der Liste drinnen gewesen. Es ist aber dort, nach 3 Jahren, wo ich mich dann jedes Jahr ein bisschen verbessert habe, ich glaube am Schluss war ich dann sogar an, ich weiß nicht, 417. oder 430. Stelle, das ist wirklich schon viele Jahre her, ich habe im 4. Jahr etwas dabei gestanden, was aber die beste Bezeichnung und die kürzeste Bezeichnung für mein Leben war. Es stand nämlich dort kreativer Verleger. Ich möchte einfach in meinem Leben Ideen entwickeln, verrückte Sachen machen. Und wir haben so viele außergewöhnliche Sachen gemacht. Wir haben Tabernakel gemacht, wir haben das Advertorial erfunden, wir haben Werbung mit Teasern gemacht, die es vorher noch nie gegeben hat. Werbung zum Ausklappen, dreidimensionale Werbung, wo du die Zeitschrift aufmachst und es springt dir etwas entgegen. Wir haben die erste Zeitung der Welt zum Abschlecken gemacht. Und wir haben Zeitungen zum Riechen gemacht mit Rubbel, Flächen auf der Titelseite und so weiter und so weiter. Und es hat alles einen irrwitzigen Spaß gemacht. Wie kommt man zum Beispiel dazu und wie kommt man drauf, eine Zeitung zum Abschlecken zu machen? Alle meine Freunde haben gesagt, um Gottes Willen, was bist du für ein verrückter Mensch? Wie kommst du drauf, eine Zeitung zum Abschlecken zu machen? Nun, die Erklärung ist ganz einfach. Ich bin kein so ein kreativer Mensch, sondern ich habe von Ernest Dichter, dem Vater der Motivforschung und einem der wichtigsten Österreicher, der wohl einen ähnlichen Wert hat in der Weltgeschichte und in der Welt wie Sigmund Freud, aber viel weniger bekannt ist. Dieser Ernest Dichter, der Vater der Motivforschung, den habe ich persönlich kennengelernt durch das Glück, dass mein Kompagnon Dr. Adolf Löwe, der schon gestorben ist leider, Landed Immigrant war in Amerika als Jude, er ist also, als Hitler gekommen ist, nach Amerika geflüchtet mit seiner Familie, seine Schwester war dort, er war in Greenwich Village, hat dort bitte mit Ernest Dichter eine enge Freundschaft gepflegt, ist dann nach dem Krieg wieder nach Österreich zurückgekehrt, Dichter blieb in Amerika und Georg Löwy hat dann in Österreich und in der Schweiz auch Tochtergesellschaften von Ernest Dichter geführt. Dieser Ernest Dichter, über den wir einen wunderbaren Band gemacht haben, den ich Ihnen an dieser Stelle zeigen darf, dieser Ernest Dichter war ein außergewöhnlicher Mensch und ich durfte ihn in seinem Backsteinhaus in New Jersey, ungefähr 2,5 Autostunden von New York entfernt, besuchen, wo er mir stundenlang Geschichten aus seinem Leben erzählt hat. Und das war schon faszinierend, er hat mein Leben verändert. Und Ernest Dichter hat folgende These, er sagt, ich nehme ein Problem,
Ich ziehe einen Kreis um dieses Problem und ich gehe um dieses Problem herum und ich beleuchte es von allen Seiten. Und irgendwo finde ich plötzlich einen Blickwinkel von einer Seite, die hat vorher noch nie zuvor einer gesehen. Und das ist dann die Lösung dieses Problems. Er hat das entsprechende Herumgehen des Problems, das Beleuchten des Problems, das hat er gemacht, indem er qualitative Interviews gemacht hat und Befragungen gemacht hat. Und so ist er zum Beispiel von einem amerikanischen Automobilkonzern, ich glaube es war General Motors, gefragt worden, für die eine große Werbekampagne zu machen. Und der Ernest Dichter hat Autobesitzer befragt. Und er hat die Leute befragt, und das können Sie sich jetzt auch selber diese Frage stellen, wurscht wie alt Sie sind und wurscht wie viele Autos Sie schon gehabt haben, er hat die Leute gefragt, was war Ihr erstes Auto? Und es war unvorstellbar. Jeden von den Befragten, wurscht wie alt die waren, wurscht aus welchem sozialen Milieu, wurscht von wo, die haben sich alle sofort an ihr erstes Auto erinnert und hatten eine wunderbare Geschichte damit parat. Also bei mir war das erste Auto ein Puch 500, mit dem ich die Währinger Straße stadtauswärts gefahren bin. Und leider war das Auto schon so alt, dass der kleine Motorblock, der hinten war, der wurde von 4 Schrauben gehalten und die waren so durchgerostet, dass ich auf der Währinger Straße leider den Motor verloren habe. Das merkst du dir für ewig, weil auch der kleine Puch ist schwer von der Straße runterzubringen, wenn man als 19-Jähriger nur 60 Kilo hatte. Ja, und mehr zu diesem Thema gibt es dann das nächste Mal im Mucha am Montag. Schauen Sie doch wieder mal bei mir rein.